Hallo, und da sind wir auch schon wieder. Und die Minuteman-Leute sind ganz schön weit weg, aber wir haben ja Gott sei Dank gerade hier den Helikopter und deswegen nehmen wir uns den jetzt und fliegen da mal hin. Auf, hoch mit dem Ding. Und dann holen wir die mal mit dem Helikopter ab. Sollte ja nicht das Problem sein, jetzt da zu landen irgendwo. Ich hoffe mal, dass die irgendwo sind, wo man landen kann. Wunderschön. Alamo Sea. Und danach, nachdem wir diese Mission gemacht haben, werden wir uns dann wieder zum Überfall begeben, zum Heist. Und dann wird das hoffentlich alles glatt laufen und wir kriegen endlich mal Kohle. Franklin braucht mal Kohle für das scheiß Autotuning, Alter. Wir müssen unbedingt mal Geld verdienen. Wobei das wieder so eine FIB- und IAA-Mission irgendwie ist. Und das bedeutet ja im Grunde, dass wir nichts bekommen. Was eigentlich scheiße ist. Wobei es ein Banküberfall ist. Wir tun eine verschissene Bank überfallen. Da können wir wohl die Kohle mal behalten, oder? Hauptsache, die Kohle ist raus aus der Bank. Aber jetzt geht es erstmal noch ganz, ganz strikt zum Minuteman. Ein paar Mexikaner aus Amerika rausbringen. Wieso ist die Tür rechts offen? So, wo muss ich denn hier landen? Irgendwo. Ah, ich würde sagen, wir nehmen hier direkt die Kreuzung. Boah, erstmal Geschwindigkeit rausnehmen. So, easy as always. Wow, 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 jetzt mal ein bisschen sehr am Schwanken. So, oh hier, direkt auf der Karre gelandet. So, wo sind die Kollegen? I thought they deported you. Why do you care? Oh, I don't. Except that they paid me some money. That must feel good. What a proud patriot you are. So, when are they kicking you out? They can't kick me out, stupid man. Why not? My family has been here 200 years. I'm more American than you. Not that it's anything to boast about. Well, I'm sorry. Well, at least you got paid. You know, don't get all serious, okay? Anybody can make a mistake. Perhaps now you want to kill me. Yeah, maybe, old man. Maybe not. You and your Civil Border Patrol friends, you're all the same. Ignorant fools trying to protect something that's not even there. They're not my friends. I spend enough time with them. Yeah, I spend a lot of time with fucking people I don't like, all right? It's one of my favorite hobbies. Border Patrol, man. Fuck you! You wanna fucking die? You don't scare me. You owe my family a great debt. What? Our land is no longer safe. It's not my fault. You're so concerned. Clean it up for me. Your choice. And no, I will not give you 1 cent. Hä? Last I heard, your Civil Border Patrol friends were bullying some people. Ah, jetzt können wir die erledigen. Na, nice, würde ich sagen. Fahren wir jetzt mit dem mit. Achso, der fährt weg. Okay, gut. Dann nehmen wir die geile Karre hier. Motherfucker. Dickes Muscle Car. Die Kilometer sind sie weg. Na, Gott sei Dank. Jetzt werden die Motherfucker ausgeschaltet. Genau das wollte ich. Civil Border Patrol. So, Mikro. MP. Wenn sie schon erledigt werden sollen, dann machen wir das direkt nach der Fahrt. Dann geht das fix. Wobei wir die eigentlich auch einfach wegsnipen könnten. Wir wissen ja, wie die ausschauen. Wir halten jetzt ein bisschen Abstand und dann bam bam geht's in den Kopf und dann war's das. Okay, warte mal, wir bleiben mal jetzt hier bei der Einfahrt stehen. Steigen hier kurz aus. Nehmen natürlich das dicke Snipergewehr. So, einmal ist es der hier. Wo ist der andere? Anderes Stück weiter hinten. Wir rotzen den jetzt einfach weg. Okay. Als nächstes nehmen wir den. So, wo ist dein Kollege? Der flieht aber nicht, oder?
Doch, der flieht. Ne, doch nicht. Keine Ahnung. Was hat denn der jetzt aber von der Knarre? Die sah irgendwie gut aus. Was hat denn der? Keine Ahnung. Stay out of this, you dumb Canadian. What? Oh, you just made this real easy for me. Der fährt mit dem Traktor weg. Ist das dein Ernst? Abgesägte Shotgun kann man hier drauf benutzen? Wie geil ist das denn bitte? Haftbomben, unbewaffnete Pistole, AP, Elektroschocke. Oh fuck. Na, was los? Okay, er ist gestorben. Down goes the dynamite. Wie du mir? Okay, keine. Was? Keine Migration. Ja, war easy, würde ich sagen. Jetzt sind wir hier aber am Arsch der Welt. Ohne Helikopter. Wow! Alter! Wie der. Wann der anfängt zu bremsen, ja, da ist er schon längst an mir vorbei. Elektroschocker, kann man da auch Leute im Auto erschießen? Warte mal. Nee, klappt nicht. Schade. Komm raus hier. Genau, flieht ihr Motherfuckers. So, rein die Karre. Dich nehmen wir mit. Willkommen auf unserer Reise. Wir locken kurz den Heist ein. Alter, das ist arschweit weg. Na gut, es geht. Oh mein Gott. Ja, ja, du kommst schön mit. Du begleitest uns jetzt bis zu meinem Ziel. Hast du noch was zu sagen? Oh no? Was oh no? Yoko oh no. Nee. Oh my fucking god! Oh my fucking god! Sind natürlich jetzt mit so einem abgefuckten Familien-Van unterwegs quasi. Oh no! Oh, halt doch mal dein Maul. Und ja, das könnte jetzt ein bisschen länger dauern. 4 Kilometer, Alter! Oh, verdammte Scheiße. God. Oh my god! Oh no! Oh my fucking god! Halt dein Maul! Noch ein Wort und ich halte an. Oh no! Okay, warte kurz. Ah, hier. Muss ja nicht jeder sehen. Oh my fucking god! Willst du noch aussteigen? Was sind deine letzten Worte? Let's go! Was soll die Scheiße? Oh, die hat Geld! Die hat Geld! Die ist reich. 18 Dollar hat sie dabei gehabt, die geile Sau. So, Rückwärtsgang rein. Drauf geschissen auf die Bullen. Haben wir zumindest was zu tun, bis wir angekommen sind. Bullen abhängen. Nice. Irgendwie kommen hier nie Bullen, kann das sein? Ich habe immer das Gefühl jetzt in letzter Zeit, wenn ich mal Sterne bekomme, kommt hier nie jemand entgegen oder so, der mich sehen könnte. Im Outback hier auf der Landstraße. Aber das. Oh, vor uns. Das passt ja an sich ganz gut, wenn wir hier in Ruhe gelassen werden. Aber nicht halt, wenn es direkt vor uns fahren, dann stört das schon. 2 Stück. Mach mal das Licht aus hier. Komm, ich will den scheiß Stern loswerden. Wieso wird mir eigentlich die Strecke nicht angezeigt, wenn ich in Tunneln bin? Das macht doch keinen Sinn. Ah, jetzt sind sie weg. Jetzt können wir da Gas geben. Wobei Vollgas ja auch nicht wirklich was bedeutet bei der Karre. Bringt Querfeld ein was? Mit festen Zahn. Go, go, go! Doch schon so ein bisschen. Oder? Woo! Alter! Wieso? Das ist doch genauso die Karre, die ich jetzt bei diesen Grenzschutzleuten hatte, oder? Fährt einfach nur scheiße. Oh fuck, ein Schild. Aber wir müssen jetzt hier nicht irgendwie außen um Flüsse drumherum. Okay, irgendein Reifen blockiert hier. Vordere. Ja, der macht nicht mehr lange. Der bremst. Ja, jetzt ist er zumindest weg. Jetzt wird die Karre wieder schneller, nice. Kommen wir hier querfeld ein oder müssen wir durch diesen scheiß Fluss da? Wow. Um den See, glaube ich. Ja, echt mal. Oh, was ist... Oh, hier ist ein... Ist hier ein Flugzeug? Nee. Ist hier irgendwo ein Heli? Oh, hier ist der geile Jeep. Scheiße, wir hätten jetzt echt mal fix hinfliegen können, aber nee, hier ist natürlich nichts. Aber wir nehmen den guten Jeep hier.
Dann checken wir noch kurz, ob wir querfeld einfahren können oder ob jetzt echt... Ne, wir müssen echt an der Straße entlang. Da ist zu viel Wasser. So, aus das Ding. Kann nicht irgendwo einfach im Flugzeug stehen? Wären wir kurz rüber geflogen, wären rausgesprungen mit dem Fallschirm und dann hätte sich das auch erledigt. Aber nee, wir müssen jetzt erst außen langfahren. Wobei die Karre hier ganz schön Geschwindigkeit macht, das ist von Vorteil. Aber hier können wir abkürzen, oder? Hier ist am Strand entlang. Das klappt doch wohl. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, easy. Schön an der Küste entlang. Das spart immer wieder ein paar Meter bei der Kurve hier. Oh fuck, können wir durch? Wir testen das mal lieber nicht. Wow, bam! Bam, weg mit euch! Nee, nee. Handbremse! Wow. Er hätte fast was gebracht. Fast. Durch hier. Alter, was ist denn das hier? So. Müssen wir wahrscheinlich wieder reinlaufen. Nicht, dass hier wieder um die komplette Bude drum rumklettert. Oh, hier. Schöne Blutspur von einem von den Buggy-Fahrern. Waffe wegstecken. Trevor, Waffe wegstecken. So, hier hinten durch. Dann hier durch. Und hier lang. So, wo sind meine Busenfreunde? Da sind sie. Es wird Tag. Helllichter Tag. Woo. Hat man lange nicht mehr. Ich hatte jetzt, glaube ich, die ganzen Hauptmissionen, die waren immer so mitten in der Nacht. It's not inappropriate. It's another one of your fucking disasters. That's what it is. First you take a hostage against my advice, and then you start some kind of crazy high school romance with her. Are you nuts? She's a 60-year-old housewife. Ah, she's 57. And she thinks that I'm mature. Yeah, well, let me tell you something. 30 years of marriage to the world's angriest mob boss would make anyone insane. You're not making my situation any easier. Oh, there's a surprise. I knew it would become about you. I miss my family. Oh, you're full of shit. All you ever did was ignore them. And now that they're gone, you miss them. Fucking incredible. I'll tell you what's incredible. Fucking incredible. Hey, you mother... Hey! What? Enough! You got me out here. You wrote me into your crazy world of bullshit. If it was lies, new age shit, and arguments about how good life used to be, I could have stayed my ass in Los Santos. Hello, Franklin. What's up? All right. Here's the shot. We're going to Paleto Bay. We're going to do this thing. Any questions? Comments? Yeah. I miss Brad. That crazy motherfucker was with us now. He would have loved this. Instead, he's got to enjoy himself molesting white-collar criminals in a federal penitentiary. Thanks for sharing. Anybody else? What about me? You'll be waiting for them by the river, handling the getaway. All right. Now, these three go in. You grab the tape. They rendezvous with you, and you get out of there. Is that work for everyone? Great. Let's go. Was haben wir jetzt für Militärstuff bekommen? Ich will mal wissen, was wir jetzt hier benutzen sollen. Wir haben ja schon ein schweres MG und alles drum und dran. Okay, ich steige in den Transporter. Müsste nicht eigentlich mal Franklin fahren? Der ist schließlich der Fluchtfahrer. Mann, hier Musik aus, was soll der Rotz? 6 Kilometer, Alter, wo ist denn das hier? Nice, bro. What was the tape? Shit, I don't know, man. I can't remember. Come on. Everyone remembers their first score. Shit, not me. Huh? Mikey, bro, what was your first bank score? 88, outskirts, Carcer City. Took a small franchise for 10G. Yeah, things were easier back then. Yeah, 25 years ago. Jesus! Jeff, will you tell these gentlemen about your first job? T, man. You could just as easily. You tell them. I'll do a sanity check. Trevor, the ultimate judge of sanity. Well, it was part of the interview process, I guess is how you call it. Trevor knew I could cook,
Wanted to see if I could handle myself. This cash for gold guy comes through town. Stood to reason he had funds. Next thing we're burying him and his bodyguard in the junkyard. Well, most of them anyhow. 50K. He did fine. He's better at all aspects of the job now, from killing to dismemberment. And your turn to share, kid. Oh, fuck. I told you I don't remember the details, man. Leave him alone, Trevor. This is an important moment, Michael. Here we are, on our way to almost certain death, bonding, pouring our hearts out, and this guy is sitting here, soaking it up and giving nothing in return. Hey, if he don't remember, I'm supposed to trust this man with my life, and he don't trust me with the details of his first bank job. Well, how about you? Why don't you share with the group? I'm here, I'll back the facts. The checks cash place? I went in, took him for $8,000, walked out. Yeah. It was a bit more complicated than that, though, wasn't it, T? Maybe I knew the guy. Maybe he ID'd me. Maybe you did 6 months. Maybe I was out in four, and that, children, is why we don't leave witnesses. That, children, is why you don't rob people that you know. Yeah. Franklin, share. Yeah, come on, kid. It can't be worse than Trevor's. All right, man, shit. Okay. The score was like 2 stacks, man. 2G? Take home on your first gig? That ain't bad, man. Man, the whole score was 2 stacks. Only I didn't see none of that shit. Die pack went off, homie. Money was useless then. Die pack? You amateur! I knew I shouldn't have told you shit. Hey, Franklin, we all gotta start somewhere. Last time I tell your ass something. Ow, come on. Don't be so cold, man. Learn to laugh at yourself. You're in danger of turning into this man. Who, me? Yeah, you. Wouldn't laugh, wouldn't hang out. All right, Frank, we're gonna drop you up here, okay? When you hear it kick off, get ready because we're gonna wanna go ASAP. I'm on getaway, man. I'll do it. Okay. Haben sie fertig erzählt? Ja, haben sie. Gut. Ab geht's. Karre abstellen. Können wir nicht so einen Jeep nehmen hier? Alright, passen da auch alle rein, oder? I got it down. I'll bring a die pack just for you. Achso, nee, wir fahren nämlich da mit dem Boot weg. Parke den Transporter in der Nähe des Bankeingangs. Alles klar, los geht's. Ja, mal schauen, wie das hier abläuft. We ready Trevor, for this? Michael und Chefkoch. I could use a restroom break and risk getting ID'd. You're an idiot. I gotta go. It's number two. Was? Er muss mal groß. Drauf geschissen. You're ready? Let's go. Ach du Scheiße. Let's go. Geh in die Bank. Boah, Alter, mit einem schweren MG? Na klar. If we're gonna hit it, let's hit it. Na los, rein mit euch. This won't take a minute. Get down on the floor. Auf dem Boden, ihr Motherfucker. Genau, alle schön rauskommen hier. Keep an eye on our trusted employee. Okay, you got the crowd. Cops should be here soon, so keep an eye out. Wechsel zu Michael. Was? Er hat mir gerade gesagt, ich soll zu Trevor wechseln. Was? Begib dich zum Tresorraum. Mann, ja, ihr liegt im Weg, ihr Motherfucker. Los geht's. Bullen sind da. Okay, 500.000. Ganze Million. 1,5, 2. Stay back, okay. 3 Millionen. 4. Wie geht's zum Tresorraum? Okay, los geht's. Also, wie viel Kohle holen die da raus? Alter, 7 Millionen. 8 Millionen. Jetzt stoppt's. Okay, 8 Millionen. Los, komm, Männer. Wir brauchen die ganze Kohle. I don't care if they surrender. I'm killing me some bad guys. Now let the hostages go, and we'll talk like gentlemen. Time to face the music. What the? Das ist das Militärzeug. Alter. Bam, motherfuckers. Ich sehe gar keine Bullen hier.
Alter, einfach mal die scheiß Tankstelle hochjagt. Was? Ich greif grad gar nichts. Wieso verlieren wir Geld? Was? Kollateralschaden. Wieso ist der Punkt hier noch hinten? Müssen wir noch das Geld holen? Wieso ist denn hier noch ein Punkt? Was? Eis in the Sky? Drauf geschissen, Alter. Wir haben eine Minigun hier. Wieso verlieren wir Geld? Was? Kommt schon. Was müssen wir denn jetzt machen? Noch ein Heli. Wo müssen wir denn hin? Müssen wir jetzt einfach fliehen? Was ist denn da drinnen? Wieso ist denn da immer noch dieser gelbe Punkt? Das geht irgendwie nicht weiter. Wir gehen mal kurz reinschauen. Das ist aber jetzt kein Bug, oder? Alter, einfach mit dem schweren MG hier. Ne, die Bude ist aber zu. Was sollen wir denn verdammt nochmal jetzt gerade machen? Müssen wir einfach alle Bullen gerade ausschalten? Wo wollen die hin? 5 Sterne, Alter, wir haben 5 Sterne. Achso, wir wollen da jetzt rein. Na dann, go. Okay, nachladen. Können wir nicht einfach wieder zu Trevor wechseln? Der hat die Minigun, Alter. Was ist da los? Schieß den Zaun ab. Komm, weiter geht's. Wieso muss ich denn zu Michael wechseln? Das macht gerade gar keinen Sinn. Oh, ich hab sogar was erledigt. Wieso soll ich denn zu Michael wechseln? Oh, fuck, jetzt kommen die Transporter. Oh, fuck, nicht nachladen. I'm about to have a heart attack. How are we gonna stop him? Wo wollen wir denn hin? Oh, Headshot, Alter. Aber richtig krass. Ich werde den noch aufnehmen, ne? The troops are here. Warte mal, Trevor, du bist im Weg. Too bad. That'll do it. Who's got the bomb suit? Keep pushing! We're running into her! Just keep firing! Are you seeing that? Someone's coming! They were in there playing ransom! You have got to be kidding! Easy. Oh fuck, was ist das? Ist das ein Feind? Ist das ein Feind? Die kommen mit dem Militär? Ah, shit! The fucking army! Ja, lass uns mit dem Ding abhauen, oder? Was geht jetzt? Alter, wie er abgeht. Wo sollen wir denn jetzt hier hinfliehen, Alter? Das ist doch... Okay, jetzt müssen wir zu Trevor, oder? Easy. Oh, fuck. So this is where our defense spending goes. Wir können ja aber ganz schön Energie gerade, also Schüsse abbekommen, ohne dass was passiert. Was kommt jetzt? We gotta move it! Like right now! Die droppen einen Tank? Was müssen wir jetzt machen? Lol, was geht denn jetzt ab? Okay. Hä, lol?
Was müssen wir jetzt machen? What the fuck? Wir müssen aber sind irgendwie reinfahren, oder? Wieso ist denn hier immer noch dieser gelbe Punkt? Liegt da immer noch die ganze Kohle? Scheiße, Alter. Was? 4 Sterne? Was ist denn jetzt mit der Kohle da? Was ist denn mit dem gelben Punkt? Ich verstehe es gerade nicht. Haben wir jetzt überhaupt Kohle mitgenommen? Ich habe irgendwie das Gefühl, wir gehen jetzt hier gleich aus dem Job ohne Kohle raus. Alter, weg mit euch. Zack, überfahren. Unsere Kollegen sitzen doch da jetzt, oder? In der Gasse, wo wir gerade hin unterwegs sind. Alter, die Karre ist so lahmarschig. Da kommt der Panzer. Weg mit euch. Alter. Wie soll denn das klappen? Okay, das ist uns auf jeden Fall. So, und jetzt? What the fuck? Was? Mitfahrgelegenheit? Ist klar. Und wo ist unser vierter Mann? Alter. Verschissener Panzer. Was? Begibt sich zur Fabrik? Ja, okay, bin unterwegs. Was ist denn mit diesem scheiß gelben Punkt, der da immer noch auf der Karte ist, wenn da jetzt echt die Kohle liegt? Alter. Noch ein Panzer. Alter Schwede. Go, 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 go. Sollen wir jetzt einfach reinfahren? Ja, okay. Los, rein da. Alter, Franklin hat nicht mal Klamotten an. Begib dich zum wo? Dadurch, okay. That ain't even fair! Use me as cover, Frank. You don't want to get out front. I should have worn a suit, man. Stay behind go. Me, kid. I got the armor. I'll look after myself, man. Go. You holding on, F? Alter, auf dem Boden mit dir. Los, Trevor. Gib Gas mit deiner scheiß Minigun. Oh, fuck. Ah, nee, das ist hier der andere, oder? Da. Alter! Können die anderen auch mal irgendwie Feuer eröffnen darauf? Auf die Assis hier? Wie komme ich denn hier raus aus der Bude? Ja, echt mal, keep moving! Alter, was ist das für eine krasse Mission? Alter, mit einem schweren MG die ganze Zeit hier am Rumballern. Go, go, go. Da kommt noch einer. Ja, wir schießen uns hier raus. Genau, so sieht's aus, Franklin. Ab. Wir müssen einfach weg hier. Wir müssen raus aus der Bude. Hey, Frank, you good? I'll be cool when we out of here. There's some guys trying to get in here. Chef's holding them up. Might give us the window we need to jump a train. Come on. Must jump a train. Just hold them back. Just fuck off with me. I think they think there's more than one of me. They're pulling back. Okay. Hey, slip out of town and call Lester for instructions. I got news. You're wasted at Trevor Phillips Inc., my friend. Chef caught us a break, people. Let's get our train. Let's hop the train. Okay, los. Alter, rein da. What the hell? Wo ist Trevor? Oder war das war doch jetzt Chefkoch mit uns unterwegs, oder? Puh. Intens. Das war krass, ohne Mist. Darauf erstmal ein Stück Milka-Schokolade mit Tuckkeks. Komm raus, Tuckkeks. Let's go. Yo! Easy! I'm a friendly! Agent Sanchez! Our very own corrupt G-man in training! You gotta be careful, buddy, alright? Because they are looking around these trains for illegals. And if you're mistaken,
You'll be shot, amigo. Very amusing. Yeah, if you expecting them two to bring you up, you're gonna be disappointed, homie. Right back at you. Got the money? Everything we got. Okay, here's your cut. Considering present scrutiny on public worker remuneration. Das war's? This is a big win. Oh yeah, it's a huge fucking win. Woo! Monsters. I'm out. Agent Haynes will get in touch with you once Operation Save the World's ago. Get your crew together, okay? Fucking punk. All right. We should probably split up. They're gonna be looking for a three. Oh, the blood we spill for the security of this country. Come on, Franklin. Man, I'll holler at you, homie. All right. Fuck, come on. See you, Was war das denn bitte? Wie viel Kohle haben wir jetzt bekommen? Raubüberfall. 8 Millionen, 58.000 verloren, Anteil der FIB 6 Millionen. Ah, 443.000 für jeden ist nice. Lester's Anteil, Crew-Anteil, regnen soll es, okay. Das sind wahrscheinlich die Schüsse, die wir verteilt haben. Treffergenauigkeit 34%. Missionszeit 18 Minuten, Kollateralschaden 2 Millionen. Okay. Ja, sieht doch ganz gut aus, oder? Also zumindest 400.000 jetzt für jeden wieder. Ist ja eigentlich recht nice. Ein blaues T ist doch Trevor. So, jetzt direkt wieder zu Trevor. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal kurz einen Cut und dann fahren wir da mal hin. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bye, bye, Leute. Ciao.